Ja, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video unserer Videoreihe von Exatec. Und ich bin Dietrich und ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir einen Fendt 828 mit einem Exatec T2 Telemetriemodul ausrüsten. Und was wir dazu brauchen, ist natürlich zum einen das Modul und wir brauchen ein Einbaukabel. Das ist für Fendt ein besonderes und das müsst ihr natürlich berücksichtigen vom Einbau, dass ihr das verfügbar habt. Das war im Prinzip schon alles. Was wir jetzt machen, ist zunächst einmal den Einbau der Hardware vorzunehmen. Dazu gehen wir in die Schlepperkabine und dann werden wir das Ganze diesmal mit der App koppeln, sodass wir dann den Schlepper anlegen im System, den T2 koppeln und dann noch natürlich überprüfen, ob das Fahrzeug online geht. Gut, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, den T2 in einem Fendt dieser Bauart anzuschließen. Wir könnten zum einen den Isobus InCab benutzen. Der sitzt bei dem Schlepper hier oben. Oder es besteht die Möglichkeit, direkt an den Isobus im Sicherungskasten zu gehen. Vorteil des Sicherungskastens ist, dass der InCab frei bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Isobus-Gerät benutze, kann ich hier meinen Terminal anschließen und habe den Kabelsalat nicht hier drin in der Kabine rumfliegen. Also in dem Fall haben wir das Kabel für den Einbau im Sicherungskasten und der Sicherungskasten ist in der 800er, 900er Baureihe hier oben, rechts von der Armlehne. Wenn wir zum Beispiel eine 700er Baureihe haben oder kleiner, dann sitzt er unten vor dem Hinterrad hier, ja, unterhalb der Armlehne gesehen. Ist aber vom Einbau her gleich, also lässt sich übertragen, die Position ist etwas anders. Genau, als erstes müssen wir also den Sicherungskasten aufschrauben. Ja, wir nehmen die Klappe los und was wir dann darunter sehen, sind die Diagnosestecker. Und die benutzen wir jetzt, um an den Isobus und an den Maschinenbus zu kommen. Das Kabel für den Fendt hat zwei Anschlüsse. Einmal dieser große runde Stecker und ein kleinerer. Und jetzt werden wir den großen runden, der ist für die Stromversorgung und den Isobus zuständig, auf diesen großen Stecker setzen. Und der kleine, das ist ganz wichtig, der kommt auf den G-Bus. Ist auch beschriftet, das Kabel und der Stecker einfach anschrauben. Stecker sind fest, fertig. Das andere Ende des Kabels, das schließen wir natürlich am T2 an. Einfach hier draufschrauben und festziehen. Und anschließend können wir die Klebepads hinten auf dem T2 befestigen und befestigen den hier an der Scheibe oder an der B-Säule. Wichtig ist dabei zu beachten, das Gerät arbeitet viel mit Funk. Also das heißt, wir müssen GPS-Empfang haben, Mobilfunkempfang, wir müssen die Bluetooth-Beacons empfangen. Das heißt, nicht in irgendwelche Metallkisten packen, auch nicht dicht an andere Kabel, die stark stromführend sind. Das kann dann die Empfangssituation durchaus positiv beeinflussen. Genau, wir befestigen den jetzt hier und im nächsten Schritt müssen wir dann schauen, wie wir den T2 mit der App mit diesem Schlepper koppeln. Ja, in diesem Fall nutzen wir jetzt mal die App, um das Gerät oder den neuen Schlepper mobil auf dem Hof anzulegen und dem T2 zuzuweisen. Dazu gehen wir zunächst mal ins Menü, in die Maschinen und legen mit Plus eine neue Maschine an. Hier können wir jetzt den Hersteller wählen, eigentlich dasselbe wie im Webportal. Wir nehmen jetzt hier einen Fendt 828. Und 828 Vario, Baujahr 2017. Könnten ja auch einen Kostensatz hinterlegen und dem Ganzen einen Namen geben. Fendt 828. Noch einen passenden Farbton auswählen. Natürlich einen Grünton und hinzufügen. Das war's. Maschine ist angelegt. Wir sehen jetzt hier den Fendt 828 Vario, den wir gerade angelegt haben. Jetzt muss er natürlich noch mit dem T2, den wir gerade hier verbaut haben, gekoppelt werden. Dazu drücken wir länger auf das Fahrzeug drauf. Dann gibt es hier das Menü, da kann ich die Maschine bearbeiten, löschen oder auch koppeln. Und was wir machen wollen, ist jetzt das Koppeln. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf und jetzt sucht das Smartphone nach dem Bluetooth-Signal des T2. Und da haben wir ihn, T2 Nummer 1019, drücken drauf. Und das war's. Jetzt weiß das System, dass auf diesem Fendt 828 der T2 Nummer 1019 verbaut ist. Jetzt können wir noch in die Karte gehen und wenn wir jetzt da mal reinzoomen,
Also ein Momentchen warten, dann sehen wir, das müsste der 828 sein. Ja, zuletzt gesehen vor 0 Minuten. Das heißt, er ist gerade online und hat auch schon den angehängten Tridem Hakenlift erkannt. Ja, wir haben den Fendt 828 jetzt ausgeschaltet. Ihr habt gesehen, wie schnell und einfach das geht. Also wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, sind das keine 5 Minuten. Dann ist der Schlepper online. Es geht jetzt natürlich gibt noch viel mehr Einstellungen, die man jetzt machen könnte. Welchen Task Controller aktivieren? Soll das Gerät Beacon scannen? Und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die kann ich im Webportal im Nachhinein einstellen. Aber was wir gesehen haben, ist, dass man die App nutzen kann, um wirklich schnell, während man unterwegs ist, eben eine Maschine anzulegen und mit den Basiseinstellungen schon mal in die Datenerfassung zu integrieren. Der nächste Schritt wäre jetzt, gegebenenfalls das Anbaugerät, also jetzt den Hakenlift hier auszustatten oder weitere Geräte, wenn der Hof noch nicht vollständig ausgestattet ist. Ansonsten wäre die Installation jetzt hier abgeschlossen und die Datenerfassung würde starten. Wichtig mitzunehmen ist wirklich, dass wir dann mit der App wirklich mobil auch das ganze Anlegen durchführen können und auch das Koppeln. Und ganz wichtig, das funktioniert auch mit dem Anbaugerät. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beacon habe, den ich mit dem Anbaugerät koppeln möchte, kann ich dafür auch die App nutzen. So wie ihr es gerade gesehen habt, einfach in die Anbaugeräte gehen, koppeln, auswählen, dann sucht er die Beacons, ich wähle den aus, den ich koppeln möchte und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut.